Ich heiße Jürgen Handke, komme von der Philipps-Universität Marburg, bin dort Anglist, Computerlinguist, mache Linguistik und beschäftige mich mit Webtechnologie und entwickle seit Mitte der 90er Jahre Lehr- und Lernszenarien in digitaler Form. Seit 2006 sind unsere Lehrszenarien immer mehr in den Bereich Inverted Classroom hineingegangen. Seit 2011 ist das Inverted Classroom Mastery Model Grundlage unseres Lehrens und Lernens in allen Studienphasen. Also wenn man erstmal einen Grundstock an digitalen Lehrmaterialien hat, die man, egal in welcher Form, über eine Lehrplattform, über YouTube, über Open Educational Resource Verfahren anbietet, wenn man die hat, dann kann man die gewinnbringend aus der klassischen Lehre entfernen. Und dann ist die Frage, was macht man nun in der klassischen Präsenzlehre? Schafft man sie ab? Natürlich nicht, sondern man nutzt sie zur Vertiefung. Zur Vertiefung, zur Diskussion, zur Datenanalyse, zum forschenden Lernen. Übrigens auch ganz wichtig bei mir, dass man dann die digitalen Devices mitbringt, die mobilen Endgeräte, weil darüber kann man ja nun mal auch Wissen bekommen, indem man ins Internet geht. Also die Vorteile sind ganz klar der Befreiungseffekt für die Präsenzlehre und dieses unglaublich neue Potenzial, was dadurch in der Präsenzlehre entsteht. Eine der Kernvoraussetzungen für das Gelingen von umgedrehten Szenarien, die ja eigentlich Shift Activities heißen müssen, denn wir verschieben ja die Lernaktivitäten auf einer Zeitachse. Das, was wir vorher im Klassenraum oder im Hörsaal gemacht haben, machen wir nun vorher. Was wir vorher hinterher gemacht haben, machen wir jetzt im Hörsaal. Und eine der Gelingensvoraussetzungen für dieses Modell ist, dass man feststellen kann, wie gut haben die Studierenden oder die Lernenden allgemein die digitale Phase gemeistert, bevor sie in die Präsenzphase kommen. Damit ein umgedrehtes Szenario, welcher Form, ob in der Schule, Flipped Classroom, Hochschule, Inverted Classroom funktioniert, muss der jeweilige Lehrende, den wir auch gar nicht mehr Lehrenden nennen, sondern Course Instructor, ist ja ein Lernbegleiter geworden, muss seine Teilnehmer sehr, sehr gut vorbereiten auf das, was die Teilnehmer dort erwartet. Wir machen das mit Vorab-Videos, in denen Erklärungen geliefert werden. Bei uns hat jeder Kurs eine sogenannte Class Preliminary Sektion, wo mit mehreren Videos erklärt wird, was die Studierenden erwartet. Und zusätzlich gibt es unser Flipped Classroom oder Inverted Classroom Manifesto, in dem die Studierenden auch nochmal schriftlich die Informationen bekommen, was das Neue an diesem Konzept ist. Und dann geht es in die allererste Sitzung. Und die allererste Sitzung ist bereits eine Übungsphase. Das ist hoch erstaunlich. Da wird kein Frontalvortrag mehr gehalten. Insofern muss der Dozent, um nochmal die Rolle des Dozenten zu unterstreichen, muss auch lernen, mit dieser neuen Rolle umzugehen. Nicht mehr frontal als Gralshüter des Wissens zu stehen, sondern als Begleiter an der Seite. Das ist ganz wichtig. Eine der zentralen Gelingensbedingungen für diese invertierten Szenarien ist, dass sich die Lernenden die digitalen Inhalte aneignen. Ich kann mir das wünschen, ich kann das aber auch in gewisser Weise erzwingen. Und dieses Erzwingen, was natürlich nicht so drastisch gemeint ist, das machen wir mit Tests, die zwischen der digitalen Phase und der hörsaalgebundenen Phase geschaltet sind, mit der die Studierenden zeigen können, dass sie die Inhalte verstanden haben, dass sie den Test bestanden haben. Und diese entstehenden Ergebnisse, wir nennen das den Mastery Level, zeigen uns Lehrenden, wie wir in der Präsenzphase vorgehen können. Wiederholen, wenn die Tests schlecht ausgefallen sind, üben, wenn die Tests gut ausgefallen sind. Und für die Studierenden ist das eine Motivation. Die haben in diesen Tests auch Highscore-Ergebnisse, sie bekommen Rückmeldungen, sie sehen die Highscores von anderen. Also wir motivieren sie durch diese Tests. Die zweite Möglichkeit der Überprüfung, ob die Inhalte sitzen, ist das Live-Voting, bei dem mit den mobilen Endgeräten abgestimmt wird. Das sind ja heute sehr populäre Systeme, die man da im Internet in vielfältiger Weise bekommt. Wichtig übrigens ist, dass der jeweilige Hörsaal auch WLAN unterstützt ist, dass man das kann. Nicht bei allen Hochschulen so. Und mit diesem Live-Voting werden dann nochmal zu Beginn der Präsenzphase 3 bis 4 Fragen, zumindest bei mir, gestellt. Und daran überprüfe ich nochmal, das sind harte Fragen,
Sitzt das Wissen, ja oder nein? Wenn nein, erkläre ich kurz während dieser Fragen. Wenn ja, freue ich mich und lasse die Studierenden anhand der vorgefertigten Übungsmaterialien direkt in den Übungsprozess einsteigen. Wer Gefallen an diesen invertierten Szenarien findet und denkt, das ist für mich auch eine Möglichkeit, denjenigen sollte man von vornherein sagen, invertiert oder dreht nicht einen ganzen Kurs um. Beschäftigt euch auch nicht gleich mit einer kompletten 90-minütigen Lerneinheit, sondern identifiziert die Dinge, die vielleicht kurz und knapp in ein kleines Video übertragen werden können und dann aus der Erklärungsphase, der Präsenzphase entfernt werden können und man dadurch vielleicht 10 Minuten Zeit gewinnt. Und so wird dann dieses teilinvertierte Szenario immer größer. Irgendwann haben sie es voll invertiert und siehe da, man hat eine ganze Sitzung invertiert und dann weiß man, wie man es macht und der ganze Kurs ist dann letztlich nur noch eine Frage der Zeit.